Okay, weiter geht's hier bei The Inner World. Willkommen zurück. Wir spielen nun mit der Flötennase. Flötennase, deine Nase ist echt seltsam. Aber gut seltsam. Auch beeindruckend seltsam? Eins zu viel, Flötennase. Ach Mensch, ich hätte aufhören sollen, als ich gerade vorne lag. Aber das Fass ist jetzt aufgewacht und es hat noch ein paar Freunde irgendwie mitgebracht. Mit Farbmotten. Motten, oh Gott. Oh. Hey, bleibt doch hier. Ich tue euch doch nichts. Jetzt sind sie grün. Waren die vorher auch schon so grün? Nicht zu fassen. Nein, das sind sogar verschiedenfarbige Motten. Ein Symbol ist hier noch. Es leuchtet jetzt ganz verstörend. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Dieses Symbol sieht aus wie ein Phosphos. Und da kommen wir scheinbar noch nicht hin. Von dieser Seite komme ich nicht auf die Mauer. Wir gehen jetzt mal in die Ruine, würde ich sagen. Gucken uns dort um. Wir haben jetzt unten rechts mal dieses kleine Flötennasensymbol. Also wir können jetzt jederzeit spielen. Bin ich mal ganz gespannt, was da noch alles kommt. Hier hat mein Vater die Aufzeichnung gemacht. Siehst du da? Die Skizze aus dem Lichtspiel. Ein Ring in einem Ring in einem Ring? Siehst du den Pfeil? Dort muss irgendwas versteckt sein. Aber was? Und wo? Aha! Oh! Was zur... Ihnen ist unser Wandgemälde aufgefallen? Es heißt Ringeding-Ding, was so viel bedeutet wie Unendlichkeit. Gemalt wurde es vor 200 Jahren von dem bedeutenden Maler Cavanossa Canusostri. Aber mein Vater hat es gezeichnet. Cavanossa Canusostri war Ihr Vater? Den Namen hast du dir doch gerade ausgedacht. Was stellt es dar? Also ich finde ja, es sieht aus wie die Ringe der Windkapelle. Aber ich bin kein Kunstkenner. Windkapelle? Und was ist das hier für ein Ort? Gut, dass Sie fragen. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Dynastie. Sie bekommen nun Ihre Gästeausweise und einen Weichkeks umsonst. Oh, umsonst? Hat er gerade... Danke. Der böse Zuckung? Was? Im Namen unseres Teams wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Was? Der Keks war lecker und wirklich weich. Wir bitten auf Ihr Gepäck selbst zu achten. Keine Fotos, keine Phosphors, kein lautes Atmen, nichts anfassen. Elternhaften für Ihre Kinder. Danke. Okay, was ein merkwürdiger Typ. Wir müssen den Stein aber durchschieben. Von hier aus kann ich nichts aus... Geh doch da hin. Ein Backbuch liegt hier auf jeden Fall noch rum. Was ist das für ein Buch? Backen für Angeber. Von Jim Ole Wehr. Vielleicht kann ich damit Laura beeindrucken. Von Jim Ole Wehr. Wer kann das nur sein? Das ist keine Anspielung oder so. Von hier aus kann... Der Mauerstein steht etwas hervor. Laura, Mauerstein, bitte. Hey, Laura! Oder versteinerte. Diese Leute haben ja alle solche Nasen wie ich. Ich habe vorher noch nie solche Asposa gesehen. Ich frage mich, was die Conroy getan haben, dass er ihnen die Basilen auf den Hals gehetzt hat. Glaubst du, ich gehöre hierher? Du hättest auf jeden Fall viel Platz für dich alleine. Ich habe bei diesen Versteinerten ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich glaube, das liegt daran, dass du einer von ihnen bist. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, Conroy schuldet dir mehr, als du wahrscheinlich ahnst. Wir reden auch über die Flötennase und über diesen Steve, Pete, was? Laura? Ja? Kann es sein, dass dieser Steve ein wenig, ein wenig vollkommen durchgeknallt? Denkst du? Robert, bei dem müssen wir vorsichtig sein. Ja, unbedingt. Hast du gesehen, wie vorhin die Pforte aufgegangen ist, als ich auf meiner Nase gespielt habe?
Ja, das war super. Ich kann dasselbe, aber mit einer Brechstange und einer Ladung Sprengstoff. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass ich mit meiner Nase Türen öffnen kann. Ich habe sowas noch nie gesehen. Beeindruckt? Du bist wirklich was Besonderes, Flötennase. Ach, nenn mich doch Robert. Ach ja, das Phosphos schwebt doch hier oben. Nein, wenn ich es in meine Tasche stecke, geht das Licht aus. Ist ja doch ein bisschen mehr, was es hier so gibt. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Ob ich da wohl irgendwie hochkomme? Gucken wir uns mal die Skizze an. Oder können Sie mitnehmen vielleicht? Stecknadel. Ein paar weniger wird sicher niemand bemerken. Hey, das habe ich gesehen. Ich lasse sie einfach da hängen. Hier sieht sie klasse aus. Na gut, warum nicht? Aber wir haben Stecknadeln. Jetzt können wir uns so eine schöne, ach Gott, wie nennt man sowas? So eine Puppe basteln. So eine schöne Fluchpuppe. Naja, dann könnte ich... Nein, okay. War auch eigentlich nicht genau geplant. Hier ist noch eine Quaste. Ach, deswegen können wir hier Solange den Stein... Solange der Kerl nicht her... Nee, wir kommen da trotzdem nicht eher daran. Hier ist noch ein Mauerstein. Mit bloßen Händen... Ich bin mir auch gerade nicht sicher, in welche Richtung wir den wirklich machen müssen. Schlüssel? Ich guck mal, ob wir hier noch ein bisschen was Denk kriegen. Nicht einmal daran, Bürschchen! Vielleicht lasse ich ihn noch einfach da liegen. Darf ich den Spiegel mal... Nicht anfassen! Da oben stehen noch Zutaten. Darf ich die Backzutaten... Nicht anfassen! Ein Poster? Darf ich das Plakat da... Nicht anfassen! Kochkäfer, hallo. Och, hallo, die kann ich reden. Hier Kochkäfer. Lass sie, die kühlen sich gerade ab. Mhm. Na gut, dann auf zum Innenhof. Hier haben wir unsere Pässe dabei. Eine Quaste auch. Stehen direkt ein paar Steine als Poser. Ich lasse es lieber. Wenn ich sie kaputt mache, ist das wie Körperverletzung. Aber die in ihrer Nase sieht anders aus. Das ist so richtig trompetenförmig eher. Den kann ich nicht mitnehmen. Der ist völlig verrostet. Müssen sauber machen? Mit der Quaste kann ich dem Rost nichts anhaben. Genauso wenig könnte man Laura mit einem Wollknäuel aufhalten. Ein schöner Vergleich. Gibt es ein Nektarinenbeet? Steve wird nicht merken, wenn ein paar fehlen. Er merkt ja nicht mal, dass er seit Jahrzehnten mit sich selbst redet. Was sammeln wir eigentlich für komische Sachen gerade ein? Pilze? Ein goldener Teppich. Wir sind echt ein Klebefinger-Typ. Das Einzige, was es jetzt noch gibt, ist das Schild und die Aspose. Aber vielleicht mit dem goldenen Teppich das Schild sauber machen? Nein, ich möchte diesen hübschen Teppich nicht ruinieren. Natürlich möchte er das nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal durch die Tür. Wenn wir durchkommen überhaupt. Sie ist fest verschlossen. Und Steve hat einen Schlüssel auf seiner Theke. Eine sehr prächtige Tür. Sie führt wahrscheinlich zu einem sehr prächtigen Ort. Alles andere wäre enttäuschend. Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus da hinten. Diese Ruine sieht imposant aus. Wie schön muss es hier früher gewesen sein? Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. War es das schon wieder? Ja. Vielleicht nochmal mit Laura reden. Hey, Laura! Gehen wir zurück zum Empfang.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen was so kombinieren oder ich weiß nicht, mit dem Stein noch. Irgendwie müssen wir ihn noch rausschieben. Wenn er nicht hinguckt. Denk nicht an. Vielleicht lasse ich ihn. Okay, der Mauerstein. Erstmal ein paar Sachen random kombinieren. Warum sollte? Vielleicht fällt mir dann irgendwas ein. Ich glaub, das hatten wir schon mal. Das war doch hier. Nein. Das wird. Naja. Warum? Nein. Das war. Ich mache jetzt so lange weiter, bis ich alles durch habe. Na klar, warum nicht? Eine kleine Bastelei. Ach. Das sieht aus wie diese kleine Fliegendinger, die da draußen bei dem Phosphor schwören. Na bitte, habe ich doch wieder irgendwas gefunden, das mir hilft. Das wird nicht. Mit dem Springseil auch noch? Pilze. Das können. Nein. Wir gehen mal wieder zurück. Okay. Aber was nun? Sie sind abgehauen. Scheinen Angst vor mir zu haben. Naja. Ich wäre schon wieder nicht weiter. Warum sollte ich das tun? Oh, Schätzchen, wie süß von dir. Aber ernsthaft, willst du mich umbringen? Weißt du nicht, dass ich allergisch auf Blumen bin? Worauf bist du denn nicht allergisch? Auf dich. Laura? Was war das gerade? Eine Errungenschaft bekommen? Cool. Ich fand das total süß gerade, die Idee. Einfach so über... Ach ja, warum gebe ich ihr lieber Blumen? Und dann... Ja, aber was machen wir jetzt mit dem Mauerstein? Und mit den Farbmatten und dem Phosphos? So, das war doch jetzt die Augen. Sollen wir nochmal spielen? Wenn ich das mache, glühen dann die Augen. Okay, ich glaube, es ist egal, was ich drücke. Oh Mann, mein Hals. Das klingt, glaube ich, immer die Augen. Das wird nicht. Was können wir denn noch machen? Das wird nicht. Ich glaube. Naja. Das wird. Nein. Das wird. Das war doch. Das war doch. Das war doch. Guck mir so das Backbuch an. Rezept für Weichkekse. Eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Müsste sich alles in den Ruinen finden lassen? Ach, Laura, ich brauche Hilfe. Ich weiß gar nicht so wirklich weiter. Hey, Laura. Aber sie hilft uns nicht. Ah, da ist noch wie so Staub auf denen drauf. Ob ich da wohl irgendwie hochkomme? Mit bloßen Händen? Nein. Nein. Warum so? Ich stelle mir darunter absolut gar nichts vor. Ich mach's einfach erstmal. Ach, wir haben doch hier noch einen Ast übrig. Das mache ich nicht. Warum? Es soll einfach nur anbinden. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ach, Robert. Aber einen Teppich legt er drüber. Von hier? Sie sind abgehauen.
scheinen Angst vor mir zu haben. Also ist auch vor dem Teppich. Wir machen mit dem Teppich noch irgendwie weiter und kombinieren noch ein paar Sachen, denke ich. Nicht zu fassen. Warum sollte ich... Das wird... Warum soll... Ja. Naja. Das wird... Warum hat er jetzt die Decke rübergeworfen, frage ich mich. Ach, Manu. Laura. Laura. Hey, Laura. Ach, Laura. Das ist Laura. Sie ist meine Verbündete. Das heißt, kein Händchen halten, nicht fummeln, aber sich gegenseitig beschützen. Ja. Ich glaube, ich werde gleich noch eine Pause machen. Wir waren schon wieder überall. Ich weiß nicht, wo noch. Okay. Ja, gut. Dann war es hier eine etwas kürzere Episode. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut.